Damit Innovationen gelingen und zu einem wichtigen Motor unseres Landes werden, müssen Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat deshalb den Spitzenklasse-Wettbewerb auf den Weg gebracht. Die leistungsfähigsten Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und weiteren Akteuren einer Region werden gefördert und auf dem Weg in die internationale Spitzengruppe unterstützt. Dank mobiler Computer können wir heutzutage von fast jedem Punkt der Erde aus Nachrichten und Informationen empfangen, jedenfalls solange der Akku genügend Energie hat. Gerade elektronische Geräte mit großen Displays benötigen immer noch enorm viel Strom. Mit innovativen Konzepten zur Energiereduzierung hat sich der Cluster Cool Silicon aus Sachsen beim Spitzenclusterwettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durchsetzen können. Stromspartechnologien gehören die Zukunft, wie zum Beispiel mit dem sogenannten Cool Reader. Leichte und robuste Geräte zum Darstellen digitaler Inhalte werden durch den Spitzencluster Cool Silicon entwickelt. 2/3 des derzeitigen Energiebedarfs im Nachrichtenmarkt sollen damit reduziert werden. Das endgültige Ziel sind sogar energieautarke Systeme. Solarzellen erzeugen den Strom. Die große Vision in technischer Hinsicht unseres Clusters ist das, die Energieeffizienz von Anwendungen so stark zu senken, dass im Prinzip eine Energieversorgung über regenerative Energien möglich ist. Ein Beispiel ist die Solarenergie. Der Datenaustausch wird über hocheffizienten Mobilfunk erfolgen. Deshalb sieht man auch schon mal solche riesigen Testhandys auf Rikschas durch die Stadt fahren. Noch ist das Zukunftsmusik, die aber hier in und rund um Dresden schon erprobt und weiterentwickelt wird. Von der sächsischen Innovationsfreude und der Zusammenarbeit im Cluster profitieren Unternehmen und die Region. Es ist zum einen ein Jobmotor, das heißt, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Es wird an neuen Methoden gearbeitet, die letztlich ein Wettbewerbsvorteil sind für die Region hier. Neue Analytikverfahren, Elektroniklösungen, das bringt insgesamt einfach einen Standortvorteil, einen Wettbewerbsvorteil, dass man sehr schnell und früh an solchen Themen arbeitet und setzt die Schwelle herab, das zu tun. Und es verbessert die Synergien hier am Standort. 34 Firmen, 9 Forschungsinstitute, 3 Hochschulen und 2 Private Partnerships haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam besonders im Bereich Energieeffizienz zu forschen und diese marktreif zu machen. Coole IT-Technik für die Zukunft. Sachsen agiert dabei auf Weltniveau, auch dank des Spitzencluster-Wettbewerbs. Diese Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hat es eigentlich erst ermöglicht, dass wir, was dieses Thema angeht, das Thema identifiziert haben, gesagt haben, da sind wir spitze am Standort, das ist eine Chance. Und dass wir das nutzen, den Standort wirtschaftlich auf eine ganz andere Ebene zu hebeln, was kleine mittelständische Unternehmen angeht, Startups angeht, Universitätsforschung angeht, aber auch Großindustrie. Silicon Saxony hat sich in den vergangenen Jahren zu dem Mikroelektronikstandort entwickelt, der sich sogar mit der Konkurrenz aus Asien messen kann. Mit einem Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro ist er nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor hier in der Region, sondern sichert auch den Innovationsvorsprung Deutschlands.